Wie geht das? Heute zeige ich euch einen coolen Trick. Und zwar, wie ihr ein Ei so aufstellen könnt. Es ist auch wirklich nicht gefaked. Wie ihr seht, man macht es mit Salzkörnern. Jetzt zeige ich euch, wie es geht. Ihr braucht ein wenig Salz, einen Strohhalm und ein Ei. Das Salz gebt ihr auf einen Haufen und stellt das Ei mit der breiten Seite nach unten hinein. Wenn es nicht gleich haltet, schiebt von seitlich ein wenig mit dem Strohhalm das Salz hinein. Nun sollte es stehen. Nur wie man vor allem von dieser Perspektive sieht, sieht es noch nicht sonderlich schön aus. Davon nehmt ihr einen Strohhalm mit Knick. Biegt ihn so ein wenig um und blast den Rest einfach weg. Jetzt nehmt ihr noch die Längsseite von eurem Strohhalm und schiebt das Ganze so zur Seite. Jetzt müsst ihr das Salz nur noch so wegräumen, dass es niemand mehr sieht. Wie ihr seht, auch bei mir sieht man nichts mehr und es steht trotzdem noch. Auf einem weiß-schwarz gefleckten Boden sieht man es noch weniger. Da schaut es noch echter aus. Probiert einfach ein paar verschiedene Böden aus. Bei jedem sieht es anders aus. Es ist ein wirklich netter Party-Gag. Viel Spaß beim Nachmachen.